Ich habe aus dem Vortrag heute mitgenommen, dass Selbststudium nicht alleine funktioniert. Und mich würde interessieren, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Zutaten, damit es funktioniert? Also ich denke, man kann schon sagen, es gibt einige Studierende, bei denen das funktioniert, die von sich aus so motiviert sind, dass es klappt. Aber natürlich sind die im Fokus, bei denen das nicht so ganz von alleine funktioniert. Und da ist das Wichtigste eigentlich das geeignete didaktische Setting. Also die Lehrenden darauf achten, dass Selbststudieneinheiten genau so in ihre Lehre zu integrieren, dass diese Studierenden abgeholt werden. Und das kann in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen sein. Das kann in der Präsenzlehre sein, dass man da irgendwie eine Lern-App einsetzt. Das kann auch sein, dass man eine bestimmte Lernaufgabe gibt, die einen motiviert, zwischen zwei Veranstaltungen sich zu beschäftigen mit den Inhalten. Das können irgendwelche multimedialen Elemente sein, bei denen man zum Beispiel sein eigenes Wissen überprüfen kann. Also das Wichtigste ist, dass es in das didaktische Gesamtkonzept eines Lehrenden passt.